Hallo, ich bin's wieder, euer JJ. Heute machen wir mal einen ganz profanen Rollbraten. Und zwar einen Zwiebelrollbraten. Der ist relativ einfach zu machen. Wie immer, lasst euch überraschen. Das sind die Zutaten für unser heutiges Gericht. Und zwar brauchen wir einmal Schweinenacken. Ich arbeite sehr gerne mit Schweinenacken. Und von daher will ich das mal ausprobieren. Für die Füllung brauchen wir lediglich die gute Bautzener Senf. Dann brauchen wir Zwiebel, Knoblauch, Salz und Pfeffer. Dann wird das Ganze in die Form gesetzt von dem schwedischen Möbelhaus, was wir alle kennen, weil ich habe keine Rotisserie. Ich kann also nicht drehen. Dafür kommt das Ganze bei mir in eine Konsisform. In diese Konsisform wiederum kommt rein Thymian, Lauch, Karotte, Sellerie, Tomate und Petersilie. Und dann brauchen wir dazu natürlich noch Bindfaden. Alles klar, das war's. Stellen wir es mal beiseite. Als erstes schön Senf drauf. Ich habe von einem Arbeitskollegen noch diesen Dry Age Grillpfeffer bekommen. Von dem werde ich auch noch ein bisschen drauf machen. Henning, vielen Dank. Das Rezept schreibe ich euch natürlich wie immer unter die Videobeschreibung. Das waren jetzt 3 Zwiebeln. Knoblauch ist immer gut. Jetzt binden wir das noch. So. Dann haben wir erstmal anständig verschmiert. So, nehmen wir das. Sehr schön. Okay, perfekt eigentlich.
Als nächstes kommt das Ganze auf den Grill. Wie gesagt, der Lauch, das alles kommt noch dazu an die Seite. Und ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen Wasser, ein kleines bisschen Wasser bzw. Brühe mir anrühren. Und dann sehen wir uns als nächstes auf dem Grill. Wir grillen das indirekt, also sprich, der linke Brenner ist an, der rechte Brenner ist an und der mittlere Brenner ist aus. Ich habe zusätzlich noch mein Grillthermometer hier reingemacht. Zeitsprung. Das geben wir hier. Brühe dabei, die Tomate dabei, so. Ich hoffe mal, dass wir jetzt in einer Stunde, eher anderthalb, fertig sein. Sehr schön. So, der Braten hat jetzt 59 Grad. Ich habe den jetzt insgesamt viermal eingepinselt. Ich muss jetzt noch ein bisschen Flüssigkeit hier dazugeben. Die Temperatur ist 77,5 Grad. Jetzt holen wir den runter, wickle den noch mal so eine halbe Stunde in Alufolie ein und dann schneide man an. Oh, sehr gut. Sieht total lecker aus. Sieht wirklich total lecker. Ja, das passt. So, lassen wir den jetzt eine halbe Stunde liegen. Zeitsprung. Die halbe Stunde ist rum. Riecht wirklich perfekt. So. Jetzt würde ich sagen, machen wir einen Mittelschnitt. Schaut euch das an. Das ist doch mal perfekt, oder? Ein super Rollbraten. Schneiden wir uns hier gleich mal so ein Stück raus. Oh ja. Oh ja. Ein Stück probieren. Mmm.
Leute, der ist sehr gelungen. Der schmeckt klasse. Muss noch ein Stück probieren. Ein geiler Zwiebelrollbraten, kann ich da mal sagen. Ihr habt es gesehen, es ist überhaupt kein großer Aufwand gewesen. Ich habe das Ding nur gefüllt mit Senf und mit Zwiebel, Salz und Pfeffer. Mehr ist da nicht dran. Und ich muss sagen, das ist spitzenmäßig. Das ist echt spitzenmäßig. Es ist eine Empfehlung, dass ihr das bitte mal nachmacht. Wenn euch das schmeckt, natürlich nur. Und jetzt machen wir noch ein Tellerbild und dann wird gegessen. Alles klar. Tschüss. Das war mein Zwiebelrollbraten. Geschmacklich super. Kann man nichts dran machen. Das ist halt ein ganz einfaches Rezept. Da muss man nicht viel machen. Und man kann auch die Reste noch kalt essen. Man kann sie nämlich aufschneiden und aufs Brot legen. Alles klar. Und vergesst nicht bitte, mich zu liken, mich zu abonnieren und die Glocke zu drücken, damit ihr kein Video verpasst. Alles klar. Tschüss, euer JJ.